So Leute, willkommen zum 70. Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir die Top 4 der Johto-Liga so gesehen besiegt und stehen jetzt vor dem Champ. Und ich bin ein wenig Nervosität, beziehungsweise ich würde lügen, wenn ich sage, ich wäre es nicht. Ich habe mir jetzt eine gewisse, Anführungszeichen, Strategie ausgedacht. Und für diese Strategie werde ich jetzt eines meiner Sonderbonbons auspacken. Denn ich möchte für diese Strategie, in dieser Strategie spielt Nies die Hauptrolle, sagen wir es mal so. Und ich hoffe einfach inständig, dass das jetzt alles funktionieren wird, was ich mir da jetzt in den Kopf gesetzt habe. Das wäre super, weil dann kommen wir dann nämlich ganz gut durch. Ich bin unglaublich nervös. Hoffe, dass mein PC nicht abstürzt, weil wenn ich weiß, dass in der Ruhmeshalle gespeichert wird, und wenn er währenddessen abstürzt, habe ich nachher die Videoaufnahme nicht mehr. Das wäre natürlich kacke. Deswegen hoffen wir einfach mal, es wird alles gut gehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nirgendwo. Wir gehen jetzt da rein und hoffen mal, dass wir dem Champ einen auf den Sack geben. So auf gut Deutsch zu sagen. Ich würde sagen, oh, ich bin so nervös. Das ist unglaublich. Rein da. Goldene Statuen, goldene Pendel mit goldenen Dratini und da oben ist der Champ Siegfried. Noch mal kurz schauen, dass ich jetzt hier nichts Falsches ausgewählt habe. Das stimmt schon alles, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch im Kopf habe und irgendwie Scheiße baue hinterher. Das müsste eigentlich alles passen. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir stehen kurz vor dem Erreichen unseres Ziels. Also unseres Ziels zum ersten Teil quasi. Los geht's. Ich habe dich erwartet, Mo. Ich wusste, dass sich deine Fähigkeiten eines Tages hier zu mir führen würden. Ich habe dir nichts zu sagen. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Leute, ich bekomme gerade Gänsehaut. Diese Musik. Oh, holy. Und dazu... Ja, Gyarados. Gegen Nies. Gyarados gegen Gyarados. Und jetzt kommen erstmal... Oh, natürlich die Angriffsdrops auf beiden Seiten. Die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen, jetzt mit einzukalkulieren. Okay, Alter, ich zitter. Ich habe so einen halben Zitteranfall gerade nebenbei. Und ich werde erstmal Dragon Dance raushauen. Ich werde ihn brauchen. Ich werde ihn brauchen. Einfach um meinen Angriff wieder auf neutral zu bringen. Und den Drachenpuls fange ich ab. Das ist kein Problem, den überlebe ich. Ich habe eine höhere Spezialverteidigung als für... Ja, locker. Da reicht auch noch ein Drachentanz. Da tut's auch noch ein Drachentanz. Kannst du mir irgendwie Schaden zufügen? Ich versuche jetzt mal meine Strategie zu erklären. Ich hoffe mal, weder verschreie ich es, noch es geht irgendwie schief. Prinzipiell müsste das eigentlich funktionieren. Ich benutze jetzt dieses Gyarados, um mich hoch zu boosten. Und wenn das funktionieren sollte, gut, also auf eine gute Art und Weise, dann sollte es tatsächlich soweit sein, dass ich mit Nies den ganzen Champ-Kampf durchsweepen werde. Wenn alles funktioniert, weil ich müsste jetzt schon schneller als alle seine Teammitglieder sein. Und da jetzt ein Crit, glaube ich, erreichen würde langsam für einen Kill, werde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, zu heilen. Ein Übertrank. Ich weiß, er hätte so eine Kuhmilch noch getan, aber mir auch egal. Ich hau einen Übertrank raus und jetzt... Das schwierigste Fenster hier ist immer noch für mich Gyarados. Weil ich Gyarados, glaube ich, nicht one-hitten kann. Okay. Stärke. Das ist effektiv, was ich einsetzen kann. Eiszahn wäre normal stark, aber Stärke ist ein bisschen stärker als normal stark, ja. Ein bisschen stärker als normal stark. Hirnfrost. Ja, okay, der Drachenpuls macht mir glücklicherweise nicht sonderlich viel Schaden. Das ist ganz gut so. Nee, ja. So, das sollte jetzt reichen, um den Rest wegzukriegen. Das heißt, Gyarados ist Geschichte.
Und jetzt muss alles klappen, wie ich möchte. Wenn jetzt alles klappt, ich habe 3 Drachentänze drin, ne? Wenn ich mich jetzt gar nicht verzählt habe. Oder 4 sogar. Also auf jeden Fall wirklich viel. Und jetzt kommt Aerodactyl. Und jetzt, wenn jetzt alles gut geht und alles richtig berechnet sein sollte, ja, schön, dass du der Zwinger ausübst, dann kann ich jetzt, wenn ich immer treffe, sweepen. Weil ich bin schneller als alles, was er im Team hat. Ich bin schneller als ein Aerodactyl, das ist sein schnellstes Pokémon. Das will schon einiges heißen. Und ich habe gegen alle seine Pokémon auf Nies sehr effektive Attacken. Also, hier hat es auf jeden Fall gereicht. Ich bin auch gleich wieder voll geheilt, wenn ich jetzt hier noch ein Pokémon umhaue komplett. Da kommt ein Dragoran. Ist es sein stärkstes Dragoran? Nein, ist noch nicht sein stärkstes. Eins davon kann Donner. Da muss ich vorsichtig sein. Jetzt, der Eiszahn muss treffen. Das ist das Einzige, woran es jetzt doch wirklich scheitern kann. Wenn der Eiszahn nicht trifft, geht das in die Hose. Der Eiszahn trifft, das hat für ein One-Hit gereicht. Und da war ich mir sicher, nach so vielen Drachentänzen, die ich jetzt da gemacht habe, reicht ein Eiszahn. Auf jeden Fall vielfache Effektivität. Der hat, glaube ich, nach einem Drachentanz gereicht, wenn nicht sogar nach gar keinem. Wobei, mit Bedroher hätte es dann wahrscheinlich noch überlebt irgendwie. Das ist das nächste Dragoran. Und das ist auch nicht sein stärkstes Dragoran, okay. Ich habe außerdem 4 Drachentänze eingesetzt. Eiszahn. Das dürfte auch wieder für den Wallet K.O. reichen. Ich glaube, sein stärkstes hat noch Feuersturm. Das heißt, wir hätten das Schlimmste überstanden. Oh Gott. Ich bin trotz allem noch nervös, weil noch kann es schief gehen. Und da ist das letzte Dragoran. Das Level 50 Dragoran. Und noch einmal Eiszahn. Auch der trifft. Wunderbar. Noch der wird sein Wallet K.O., wenn ich mich jetzt nicht vollkommen vertue. Er ist weg. Level 50 für Nies. Verdient. Ich will mich jetzt noch nicht zu früh freuen. Er hat noch sein Glurak. Aber auch das sollte eigentlich mit einer Kaskade 1 K.O. sein. Gut, gut, so ist es richtig. Ja, das ist schön. Und zwar werde ich dich jetzt erstmal schön an die Wand klatschen. Weil das dürfte reichen. Und wenn das reicht... Es hat gereicht. Yes! Nies, du bist klasse! Du bist so klasse! So unglaublich! Spieler besiegt Champ Freeford, es ist vorbei! Ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich, glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Oh Gott. Du bist stark geworden, Mo. Du bist wirklich sehr stark geworden. Deine Pokémon werden von deinem reinen und aufrichtigen Herz angetrieben. So bietet ihr euch gegenseitig die Chance, aneinander zu wachsen. Oh, Gottes Willen. Hechel, Hechel. Nervosität fällt langsam ab bei mir. Oh nein, jetzt haben wir alles doch glatt verpasst. Wenn du noch nicht so langsam wärst, Professor Eich. Immer langsamer, die Jungen werden. Entschuldigung. Oh, hallo Mo, lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Hier, dein Sieg hier in der Pokémon-Liga ist eine wirklich fantastische Leistung. Dein Vertrauen und deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an ihren Trainer hat sie all das durchstehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Mo. Dürfte ich den neuen Champ vielleicht um ein Interview bitten? Das wird mir alles langsam hier ein wenig zu laut, ne? Mo, kommst du eben mal mit? Alles klar. Halt, Moment, was wird das jetzt aus unserem Interview? Nein! Ach, ja, Pech gehabt. Aber ich mag Siegfried dafür, dass er einfach so sagt, ey, ich habe keinen Bock auf diesen Trubel. Ich bin eher jemand, der hier die Ruhe mag. Ich war schon sehr lange nicht mehr in diesem Raum. An diesem Ort werden die Pokémon der Liga-Champs für alle Ewigkeit dafür geehrt, dass sie ihren Trainern in guten wie in heftigen Kämpfen zum Sieg verholfen haben. Heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs, der immer leidenschaftlich an seine Pokémon geglaubt und an sich selbst stets die höchsten Ansprüche gestellt hat. Komm nun, Mo, lass uns dich und dein Team hier verewigen. Willkommen in der Ruhmeshalle, Nies, Gyarados, Level 50 vom See des Zorns. Wir sind der Trainer. Willkommen in der Ruhmeshalle, Manu! Level 49, du bist ein Turnupto und kommst aus dem Bock. Ja, das kann ich jetzt bei Jenny so vorlesen, aber es ist geil, wir haben es geschafft, wir haben die Liga hinter uns. Zumindest, ja. Ja, mein Part ist mit dabei, das ist Gengar aus dem Knopfenserturm. Welcome to the Ruhmeshalle. Rex, der in der Ruhmeshalle den Liga nichts gemacht hat. Aus dem Nationalpark kommst du zu uns. Level 47, ein guter Freund von uns.
Willkommen in der Ruhmeshalle, Damien, das weibliche X-Bad aus dem Fleckmundbrunnen. Hat super Arbeit geleistet in der Liga. Dann ist hier noch Swati, das Mammutel aus dem Eispfad. Und nichts. Habe ich dies verpasst? Ich habe nichts verpasst. Oder? Nee, habe ich nicht. Das war das erste. Pst, Blödsinn. Champ der Pokémon-Liga, Glückwunsch! Nach 41 Stunden Spielzeit war viel Ausdruck-Training dabei. Leute, wir haben es geschafft. Speichervorgang, bitte das System nicht ausschalten. Das hatte ich jetzt nicht wirklich vor. Sag das mein PC, bitte jetzt nicht abstürzen. Das wäre super. Mo hat das Spiel gespeichert. Pokémon Soul Silver Version Stuff Credits. Willkommen zu den Credits. First time. Leute, es ist noch nicht vorbei. Nur nicht aufhören. Es geht noch weiter. Zwar nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht überübermorgen. Was daran liegt, dass ich jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren darf. Denn wir haben jetzt gerade mal die erste Hälfte des Spiels so gesehen hinter uns. Okay, das war die längere Hälfte des Spiels, aber es war so. Ich möchte noch mal kurz zwei Worte zum Champkampf sagen. Ich bin... Wow! Wie geil war das? Die sweept einfach mal alleine das ganze Siegfried-Team durch. Alter, richtig, richtig stark. War ein richtig geiler Kampf, auch wenn er halt wirklich sehr schnell vorbei war. Aber Nies hat wunderbare Arbeit geleistet. Das habe ich mir überlegt gehabt und es hat einfach so super gepasst. Und Nies, du hast wunderbare Arbeit geleistet. Danke, dass du so... Das war super. Dankeschön. Ach Gott. Ich bin glücklich, dass wir das so geschafft haben, weil es ist Siegfried. Der hat echt einiges auf dem Kasten. Der hat mir schon so oft Ärger gemacht. Aber jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's funktioniert. Und ich bin so glücklich. Yes, Leute. Gut, dass ich den Drachentanz reingenommen habe. Der war echt notwendig. Sehr schön. Gut, hier sehen wir nochmal so ein bisschen die Story von Heart Gold und Soul Silver, beziehungsweise jedenfalls Soul Silver durchlaufen im Hintergrund. Und jetzt möchte ich noch was dazu sagen, was noch kommen wird. Wir werden hier noch Kanto erkunden müssen und wie ihr die Regeln kennt, wisst ihr ja richtig. Wir kriegen ein neues Team für Kanto. Ich habe mir meine Pokémon schon ausgesucht, ich habe sogar schon ein bisschen angefangen zu trainieren. Ein bisschen, habe noch keine Entwicklung sowas gemacht, aber so die ersten Schritte. Und das ist der Grund, weswegen es nächste Woche wahrscheinlich keine Soul Silver Parts geben wird. Es wird was anderes dafür kommen. Die Woche drauf geht's dann weiter. Also die Woche vom 27.10. bis 2.11. müsste es sein. Wird kein Pokémon zu Silver kommen. Es wird Pokémon kommen, aber was anderes von Pokémon. Voraussichtlich. Wie gesagt, ich muss Ausgrund trainieren. Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in dieser Woche nicht schaffe, die ich jetzt habe, weil ich habe Arbeiten zu schreiben und alles mögliche. Ich nehme es am 19.10. auf gerade, weil es euch interessiert. Und es ist, ja, 19.10. um 0:01. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt noch Klausuren und Arbeiten zu schreiben in der kommenden Woche, deswegen weiß ich nicht, wie ich das schaffen werde und es ist noch ein bisschen was zu tun. Deswegen, der nächste Part kommt dann am... Ich kann nachschauen, falls dies interessiert. Am 3.11.2014 kommt der nächste Part, wenn es aufgeht nach Kanto mit einem komplett neuen Team. Und dann werden wir die Kanto-Region verunsichern, ne? Unsicher machen. Und wir sehen gerade, wie wir gegen Siegfried gekämpft haben. Ja, ungefähr so schnell lief das wirklich ab. Es ist echt Zeit. Und ich muss sagen, richtig geil, dass das so unglaublich gut lief. Wobei man hätte sich halt für den Champion-Kampf vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung wünschen können. Aber es war trotzdem toll. Auf jeden Fall, Leute, das ist noch nicht das Ende. Wir machen weiter. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns auf den Weg nach Kanto machen. Ende ist noch nicht in Sicht, denn Kanto liegt noch vor uns. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Part von Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Bis dahin. Und ciao!